Das kleine Mädchen da auf dem Beckenrand, das bin ich. Ich war ungefähr so 5 oder 6 Jahre alt und Mann, war das damals spannend und cool da bei den Delfinen in Florida. Damals wusste ich aber noch nicht, was das bedeutet. Es ist eine ganz schreckliche Sache und über die möchte ich euch heute während dieses Livestream-Mitschnittes ein bisschen was erzählen. SeaWorld ist ein amerikanischer Konzern, der sich vor allen Dingen darauf spezialisiert hat, maritime Säugetiere auszuschlachten, wie Clowns im Zirkus oder Ponys im Zirkus. Sie sind vor einigen Jahren mehrmals in die Kritik geraten, weil zum Beispiel Filme wie Die Bucht oder Blackfish die Runde gemacht haben, die zeigen, dass die Tiere nicht nur auf grausamste Art gequält werden, sondern auch, dass ihnen Futter verweigert wird, dass die Tiere aggressiv sind, dass die Tiere Psychosen haben, dass sie die Wände anfressen in ihrer winzigen kleinen Behausung und dass allgemein das keine Lebensbedingungen sind, die man als zufriedenstellend erachten könnte, auch wenn es noch so viele Leute behaupten. Einige in meinem Alter erinnern sich vielleicht noch an den Film Free Willy, in dem es darum ging, einen Orca aus der Gefangenschaft zu befreien, was dann natürlich auch wirklich passiert sind. Viele Kritiker sagen dann, ach, das war eine total sinnlose Aktion, der Wal ist schon direkt danach gestorben, was nicht die Wahrheit ist. Und egal, welches Tier man wieder in die Freiheit entlässt, 5 Jahre in freier Wildbahn sind 1000-mal mehr wert als 30 Jahre in Gefangenschaft. Auch in Deutschland haben wir noch 2 Delfinarien, in denen große Tümmler gehalten werden. Einmal Duisburg und einmal Nürnberg. Zwar sind diese Delfinarien noch erlaubt, aber stehen ebenfalls sehr harsch unter Kritik, denn die Delfine dort stehen ständig unter Drogen, unter Beruhigungsmitteln, damit sie die Trainer nicht angreifen. Und außerdem gab es, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 32 Totgeburten von jungen Delfinen oder Delfinen, die sehr kurz nach der Geburt gestorben sind. Wo wir gerade bei Angriffen auf Menschen sind, in Florida bzw. in Amerika in den SeaWorld Parks sind mittlerweile 3 Leute gestorben durch ein und denselben Wal. Und zwar ein sehr großes Männchen namens Tillicum, der unter starken Psychosen leidet und sehr lange von den anderen Walen, die ja nicht zu seiner eigentlichen Familie gehören, ja, terrorisiert wurde, bis er anscheinend keinen anderen Ausweg mehr sah. Hat sich seitdem irgendetwas geändert? Nein. SeaWorld ist außerdem mit dafür verantwortlich, dass in Japan dass es einen Markt dafür gibt, immer noch Delfine zu fangen und zu töten und nur die schönsten herauszupicken, damit man diese in Delfinarien auf der ganzen Welt verteilen kann. Das ist ein grausames Gemetzel und jeder, der sich The Cove ansieht, also auf Deutsch die Bucht, der wird sich wahrscheinlich wünschen, er hätte genug Geld, um jedes Jahr nach Japan zu fliegen, um dieses grausame Gemetzel zu unterbinden. Auch dieses Jahr. Die japanische Regierung behauptet vor der Walfangkommission immer noch, dass sie so viele Delfine und auch immer noch Wale töten müssen, weil ansonsten die Wale ihnen den Fisch wegessen würden, was ich persönlich ziemlich hirnrissig und auch ziemlich ironisch finde. Das super ironisch ist daran aber eigentlich, dass das Fleisch von diesen Delfinen hochgiftig ist. Das ist irgendwie 2000 Mal über den erlaubten Werten des Quecksilbergehalts in Fischen. Und da sie dieses Fleisch deshalb nirgendwo gescheit verkaufen können, wird es manchmal einfach an Schulen verteilt. Währenddessen machen die japanischen Fischer aber auch sehr viel Geld, damit eben diese Delfine und Wale, die sie fangen, für sehr viel Geld ins Ausland zu verkaufen. SeaWorld hat auch noch einen Park in Teneriffa, also der Luro Park ist mit denen irgendwie verbunden und auch da sind schon Trainer angegriffen und getötet worden. Des Weiteren hat SeaWorld ein unglaubliches Monopol, da sie niemand kontrollieren kann, da sie der einzige Park mit dieser hohen Position sind. Sie kontrollieren sich quasi selbst und machen sich ihre eigenen Regeln. Zum Beispiel, dass es völlig okay ist, auch Inzucht mit den Orcas zu betreiben. Ich will auch gar nicht wissen, wie die Zahlen da in Wirklichkeit aussehen, wie viele Orcas da schon gestorben sind, wie viele Delfine, wie viele andere Meeressäuger.
Leuten, die sich dafür einsetzen, wird oft vorgeworfen, ja, in Deutschland werden aber auch Tiere in Massentierhaltung gehalten und das ist auch schlimm. Ja, ist es. Aber ich finde es hier nochmal schlimmer, weil das sind Wildtiere, die nicht dafür gezüchtet wurden, aus der Wildnis entrissen würden. Also vor allen Dingen bei den Delfinen in Taiji. Die werden behandelt wie Futter oder einfach nur zur Bespaßung. Und SeaWorld behauptet, das hätte alles wissenschaftliche Zwecke und sie wollen ja möglichst viele Tiere wieder aussetzen. In der ganzen Zeit wurde noch nie irgendein Tier von SeaWorld ausgesetzt und nur 1% deren Einnahmen gehen tatsächlich in Forschung und Erhaltung des Lebensraums dieser Tiere. Und ich hatte irgendwie schon immer eine Verbindung, sei es jetzt damals auch eben dadurch, dass ich so oft in Florida war, mit diesen Tieren. Und die sind so intelligent wie wir. Vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber ich halte das einfach für die größte Schweinerei, die zurzeit in der Welt stattfindet. Empty the Tanks steht für Macht die Becken leer. Und ist eine Aktion, die man immer wieder findet seit Blackfish und seit The Cove. Und ich halte das einfach für eine wichtige Sache. Und es ist mir da auch relativ egal, wie andere dazu stehen. Weil die Beweise und die Sachen, die man rausgefunden hat in den letzten Jahren, einfach erschlagend sind. Und es einfach keine Pro-Argumente für das Halten von Seesäugetieren gibt. Es gibt einfach keine. Und ja, für wer auch immer sich dafür interessiert, ich werde noch ein paar Links in die Videobeschreibung packen, unter anderem auch den ganzen deutschen Film Die Bucht, wenn er denn noch auf YouTube ist bei der Zeit, wenn du das hier dir anguckst. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann würde ich es vielleicht eventuell begrüßen, wenn ihr ein Video machen würdet oder einen Kommentar machen würdet, eventuell auch zu dem Thema Naturschutz, was auch immer, weil umso älter ich werde, desto mehr sehe ich irgendwie, dass wir dafür verantwortlich sind. Wir, die nächste Generation, dass in Zukunft sich auch noch jemand darum kümmert. Versteht ihr? Ich weiß nicht. Wie dem auch immer. Schönen Tag noch.